Servus, Salve und Hallo. Eigentlich könnte ich den letzten Film nehmen, den vorletzten und den davor und so eine Endlosschleife machen. Das ist wirklich ein bisschen frustrierend. Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Was mir auffällt, ist, mir fällt es sehr, sehr schwer, hier auch mit den Aktien rumzumachen. Da sind manchmal Bewegungen drin, die kann ich nicht weder vorausahnen noch nachvollziehen. Da gibt es zum Beispiel einen meiner Lieblingswerte, den habe ich also in dem Jahr 73 Mal gehandelt, das ist Lufthansa. Ich fasse die momentan nicht an. Es hat keinen Sinn, das ist alles, das hat jetzt auch gar nichts mit der US-Wahl zu tun, aber die sind momentan alle, die sind glitschig wie ein Aal. So kann ich das mal formulieren. Und da muss ich nicht meinen Finger reinhalten. Also ich bin hier quasi zum Nichtstun verdammt. Ich habe noch die DAX-Puts 19.300er, 18.400er und mittlerweile auch 19.500er auf den September letzten nächsten Jahres. Ansonsten, mir fällt hier weder Intraday, also jetzt für die Einzelwerte gesprochen, weder für die Intradays Bewegung noch für die nächsten 5 Tage irgendwas Sinnvolles ein, gebe ich ganz offen zu. Beim DAX, das ist ja schön, wenn der da mal 200 Punkte am Tag sich bewegt, finde ich großartig. Wenn man, da muss man aber dabei sein, also im Sinne, da muss man auch davor sitzen. Das ist bei mir momentan nicht der Fall. Ja, ich kann nicht immer davor sitzen. Ich habe wieder viele Schüler, macht einen Heidenspaß und die sind mir wichtiger als dann irgendeine Eigenposition hier. Das macht einfach mehr Spaß. Wie dem auch sei. Was der DAX heute gemacht hat, ist deswegen nicht gut. Wir sind unter der 20-Tage-Linie und schließen dort. Wir haben jetzt, wenn ich den Film mache, 17:27 Uhr. Die 3 Minuten schenke ich mir. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, und zwar hier seit dem 6.9. Da ging es dann ein bisschen weiter runter in die Nähe des unteren Bandes. Dann hat er hier gehalten, hat hier zweimal gehalten, hier auch nochmal gehalten, aber jetzt aber durch. Das ist nicht schön. Und wir haben, ich mache es mal ein bisschen größer, wir haben dieses letzte Zwischentief unterboten. Das war bei 19.334. Ich muss davon ausgehen, dass wir hier auf diesem Bereich, also ungefähr hier, wo auch das untere Band liegt, dass wir da nochmal hinfallen, um die 19.000. Das kann ja bis Dienstag der Fall sein. Dienstag ist der Tag der Tage. Ja, da werden wir wissen, was da los ist für die nächsten Jahre. Aber mir gefällt dir der gesamte Beiton nicht über die traditionelle Sichtweise, die moderne Sichtweise, über die Stochastik. Das ist nicht vertrauenserweckend. Also ich muss davon ausgehen, oder vielmehr, ich gehe davon aus, kleine Aufwärtsbewegungen muss man eher nutzen, um was Shorts aufzubauen. Wir haben es wieder nicht geschafft, hier ein neues Hoch zu machen. Wir sind dran. Der DAX hat jämmerlich versagt. Es ist kaum Volumen da. Es sei denn, man hat so eine Aktie wie zum Beispiel Alphabet, dann da geht natürlich da richtig was um, aber das ist ja nicht im DAX. Es ist schwierig. Ich muss wirklich sagen, es ist schwierig und ich zwinge mich dazu, wegzugehen vom Bildschirm und einfach mal den Dienstag abzuwarten. Dann weiß ich mehr, dann habe ich eher einen Plan. Ich glaube auch nicht, bin am Überlegen, ob ich überhaupt am Freitag einen Film mache. Ich glaube auch nicht, dass eine technische Einordnung von einer Aktie, einem Index, einer Währung oder wie auch immer irgendetwas nutzt. Da kann es die eine oder andere Überraschung noch geben in der Wahl. Ja, und dann hat aber die Aktientechnik damit nichts zu tun. Also ich zwinge mich da jetzt wirklich bis Dienstag die Finger stillzuhalten. Ich habe die eben schon angesprochenen Puts immer noch, aber das ist halt auf Sicht von September nächsten Jahres. Ich halte die Wolle für vertretbar. Ich habe sie ein bisschen billiger gekauft. Die bewegen sich auch kaum, diese Optionsscheine. Das sind normale Optionsscheine. Ihr macht, was ihr wollt. Ich halte mich raus. Die Scheine sind die gleichen wie letzte Woche. Aber ihr könnt ja mal vergleichen, wie sich hier die Hebel verändert haben. Ja? Das ist jetzt mittlerweile ein 28er Hebel. 18.636. Da stand letzte Woche 15 drauf oder 17. Die hier, die Hebel sind runtergegangen. Hier hatten wir 35, jetzt sind wir bei 25. Das war die Option, die ich gespielt habe, also der K.O.-Schein, mit dem ich gespielt habe während dieser Woche. Aber ich sehe hier nichts, außer dass es ist wirklich die negativen Zeichen überwiegen. Unterbieten der 20-Tage-Linie, Unterbieten des letzten Zwischentiefs. Negativ, negativ, negativ. Ich habe hier im Moment nichts Positives und gehe davon aus, dass wir
um die 19.000, vielleicht bremsen wir vorher ein bisschen, dass wir uns das nochmal anschauen. Aber hier jetzt reinzukaufen, was zu kaufen, was reinzugehen und was zu kaufen, weiß ich nicht. Ich habe so einen Harakiri-Trade in Bayer gemacht. Das ist ein, die sind jetzt bei 24, die sind bei 25 momentan. Das ist ein 24,43er Call. Der kostete 7 Cent, den habe ich. Den habe ich aber auch, da habe ich schon welche vorgekauft. Also mein Schnittkurs ist jetzt irgendwo so bei 10, 11 rum Cent. Das mache ich mal. Das ist ein Spaß. Ja? Aber da weiß ich auch genau, was es kostet. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.